Hallo, kann ich dir weiterhelfen? Ja, super, dass ich dich hier treffe. Kennst du dich hier aus? Ja, klar. Ich mache hier gerade meine Ausbildung bei den Meters. Hä, Meter? Was ist das denn? Davon habe ich noch nichts gehört. Hast du kurz Zeit? Dann kann ich dir das erklären und dir ein bisschen was zeigen. Meter heißt staatlich geprüfte medientechnische Assistentin mit dem Schwerpunkt Mediengestaltung und Printproduktion. Hä? Okay, aber so richtig kann ich mir da noch nichts drunter vorstellen. An unserer Schule bedeutet das, dass wir etwas über die Themen Typografie, Layout, Bildbearbeitung, Fotografie und Farbgestaltung erfahren und das Ergebnis sind Print- und Digitalprodukte wie Anzeigen, Flyer, Broschüren und Plakate. Ah, okay, aber ist das nicht sehr viel Theorie dann? Nee, wir haben viel praktischen Unterricht am Rechner und auch in den Fachpraxiswerkstätten. Da können wir an Offset-Druckmaschinen unsere Ergebnisse richtig drucken, in einem Fotolabor mit professioneller Hilfe fotografieren und kreativ im Siebdruck arbeiten. Das hört sich ja gut an. Was muss ich denn dafür für Voraussetzungen mitbringen? Du brauchst ein MSA oder einen gleichwertigen anerkannten Abschluss und solltest Interesse am Zeichnen und Gestalten haben. Dein Alter spielt keine Rolle. Kreativ sein ist was für mich. Wie lange dauert das Ganze und was bin ich denn dann? In 3 Jahren bist du fertiger, staatlich geprüfter medientechnischer Assistent mit dem Schwerpunkt Mediengestaltung und Printproduktion. Das ist dein anerkannter Ausbildungsberuf. Aber das ist nur nicht alles. Du kannst zeitgleich die Fachhochschulreife erwerben. Das heißt, du hast auch allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Mathe, Englisch und andere. Damit kannst du dann später an Fachhochschulen sogar studieren. Und wenn ich nicht studieren möchte, wo arbeite ich dann nach meiner Ausbildung? Da hast du viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel in Druckereien, Werbeagenturen, Fotostudios, Kopierwerken und Grafikbüros arbeiten. Puh, das sind aber ganz schön viele Informationen. Kann ich das Ganze nochmal irgendwo nachlesen? Na klar, schau einfach auf unserer Webseite unter Bildungsgänge Vollschulische Berufsausbildung. Das mache ich gleich, danke. Okay, dann sehen wir uns im Sommer an der Ernst-Littwas-Schule wieder. Wie heißt du eigentlich? Max, und du? Ich bin Stella. Tschüss. Tschüss.